Hallo, guten Abend hier auf dem Eichsfeldkanal. Ich fahre zurzeit dem Schnee entgegen. Wenn wir uns die Sicht nach vorne begucken, möchte man es im Moment eigentlich kaum glauben, aber angekündigt ist es Schneefall vom 30. auf den 1. Dezember. Und wie das im Einzelnen aussieht, können wir uns dann mal kurz auf der Karte angucken. Wer also morgen früh raus muss, der sollte vielleicht lieber damit rechnen, morgen sein Auto vom Schnee befreien zu müssen. Und ja, vielleicht auch Glatteis in den frühen Morgenstunden, dann geht nämlich alles in Regen über. Aber schauen wir mal auf die Karte und auf das Wetter heute Nacht. Hier haben wir ein Wetterradar und wenn wir da einfach mal langsam voranschreiten, haben wir die Aufzeichnung vom 30. November, Montag, den 30. November. Und das Wolkengebiet ist gerade über Leinefelde hinweggezogen. Und das gesamte Eichsfeld ist jetzt quasi wolkenlos. Naja, vielleicht ein paar Quellwolken. Das zumindest bis... naja, in den frühen Nachmittagsstunden. Weiterhin zum Abend sieht es folgendermaßen aus. 18 Uhr von der linken Seite bzw. von Westen naht ein Wolkenband heran und das bringt Schnee mit. 21 Uhr, aktuelle Zeit, wird dieses Wolkenband das Eichsfeld bzw. Leinefelde-Worbis erreichen und es wird sich weiterziehen bis über die Nacht. Und naja, Ende dieser Schneefälle so zwischen 4 und 6 Uhr. Anschließend geht das Ganze in Regen über, so dass dann auch verstärkt in den Morgenstunden mit Glatteis zu rechnen ist. Und ja, schauen wir uns ja mal die Temperaturen an. In dieser Übersicht sehen wir dann, dass die Niederschlagswahrscheinlichkeit deutlich zunimmt. Und ja, dementsprechend bis um 1 Uhr fast 100% erreicht. Schneefall bis starker Schneefall ist offensichtlich, was natürlich für all diejenigen bedeutet, die am Dienstagmorgen früh aufstehen und los müssen, ja, vielleicht mal 10 Minuten ein bisschen Zeit mitnehmen und ja, Auto erstmal von Schneelasten befreien. Insgesamt kommen wir hauptsächlich nachts immer wieder und immer häufiger in den Minusbereich, Ausnahme hierbei Dienstag und Mittwoch. Da reißt es gerade mal die 0-Grad-Grenze an. Schnee, der in den Nachtstunden fällt, dürfte dann dementsprechend am Tage wieder abtauen. Lediglich am Wochenende, da bewegen wir uns so zwischen minus 1 und plus 1 Grad. Da könnte der Schnee tatsächlich dann, falls es zum Schneefall kommt, zumindest hier symbolisch Samstag angezeigt, könnte dann dieser doch ein Weilchen länger liegen bleiben. So, mittlerweile bilden sich die ersten kleinen Tröpfchen auf der Scheibe, sind aber im Nu dann auch schon wieder verflogen. Es nieselt ansatzweise. Falls es die ersten Schneebilder gibt, bin ich natürlich sofort dabei hier auf dem Eichsfeldkanal. Danke fürs Zusehen. Bis dann.